willkommen beim neuen Video Zombie TV. Heute am ehemaligen Mittelpunkt Europas, geografischer Mittelpunkt. Schaut. Habt ihr euch auch mal die Zeitung ausgepackt von heute? Könnt ihr es sehen? 26. September. Natürlich neue Vorwürfe über Schattenkonferenz der Bischöfe. Nichts Neues eigentlich, aber gut. Manche brauchen es halt schwarz auf weiß. Und ja, wieso die Zeitung? Und wieso hier am Mittelpunkt, ehemalige Mittelpunkt? Ich habe gerade ein paar Leute hier gefragt, wo es hier lang geht. Und die meinen alle, ja, Ex-Mittelpunkt. Ja, das betone ich jetzt auch nochmal. Das ist jetzt ein bisschen gewandert die letzten Jahre, weil da immer irgendwelche Länder dazugekommen sind. Oder Kartellgebiete, Wirtschaftsgebiete, wie auch immer ihr sie nennen wollt. Und ja, hier ist echt ein schönes Fleckchen in Meerholz. Gehört zu Gelnhausen, Barbarossa-Stadt. Und ja, wieso ich das Ganze hier so erzähle, und weil bei vielen fehlt ja Hintergrundwissen. Ja, selbst andere Reporter und Journalisten merken es gerade ganz stark, dass man dem Volk nichts präsentieren kann, ja, weil die ja dumm gehalten werden. Und genau, deswegen ein bisschen Geschichte, damit ihr euch alle ein bisschen wieder erinnert. Ja, schon traurig genug, dass es ein Italiener machen muss, der praktisch hier geboren und aufgewachsen ist und einfach nur neugierig ist. Und ja, gerne wissbegierig. Ich versuche jetzt das Wort auch gierig irgendwie zu vermeiden, aber steckt halt in Neugier, in wissbegierig. Ja, ich meine es jetzt aber positiv, einfach nur mehr erfahren und gewissen Dingen auf den Grund gehen, nachfragen. Nicht alles gleich zu akzeptieren. Ja, und deswegen freut es mich, hier heute an diesem Punkt zu sein. Ja, an diesem sonnigen, echt wunderschönen Tag. Schaut es euch an, die Natur. Mega. Ja, hier ist auch nochmal ein anderes Schild. Habe ich dann auch nochmal abfotografiert, zeige ich dann nochmal rein. Jetzt gerade ein bisschen schlecht wegen der Sonne, aber jetzt glaube ich, sieht man es. Jawohl. Ja, die Flaggen wurden abgehängt, wie ihr sehen könnt. Ist ja nicht mehr aktuell Mittelpunkt, aber es war mal. Ja, und dazu sag ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr. Also zur Geschichte könnt ihr selbst noch ein bisschen recherchieren. Das spare ich mir jetzt einfach, weil das Internet ist ja breit genug, um das jetzt selbst zu erfahren und zu recherchieren. Und ja, wieso ich hier noch so rumstichel und rumstinke, ja, hat auch mehrere Gründe. Weil die Matrix ist natürlich in gewissen Dingen ja noch sehr hart unterwegs. Ja, wie ist jetzt hier zum Beispiel mein letzter Aufenthalt in München jetzt ja, beweist. Ja. Jetzt werden sich wahrscheinlich wieder einige aufregen. Wieso ich das jetzt hier zeige? Ich versuche mal meinen Namen zu verdecken. Aber hier in München, 7.9. kann man es sehen. Ich hoffe. Wurde nämlich wieder ein Haftbefehl fällig. Ja, die haben mich einfach mitgenommen und wieder eingesperrt. Zum Glück kam ein Kumpel, ehemaliger Kumpel, der hat mich dann rausgeholt, damit ich jetzt nochmal meine Familie sehen konnte. Meine Großeltern hatten jetzt Hochzeitstag und ja, deswegen vielen Dank an der Stelle.
Nur es gab dann gab verschiedene Auseinandersetzungen und deswegen auch ehemaliger Freund. Das erzählt schon aber ein andermal. Ja, aber hier zum Mittelpunkt Europas, ne? Und auch zur Frechheit, wieso ich hier rumstinke und so weiter. Ich meine, es gibt echt, ich könnte euch jetzt noch locker 2-3 Jahre meine Geschichten erzählen. Das kennt ihr auch schon aus meinen anderen Videos. Fakt ist aber, dass je vorausschauender du bist, ja, ist es anscheinend eine Gefahr oder einfach nicht gern gesehen. Ja, ich habe mich mal einfach mal ein stumpfes Beispiel. Ich habe mal mit einem Mechaniker geredet. Er meinte, dass er an so Leute wie mir verdient man kein Geld. Ja. Ich habe noch nie einen Unfall gebaut. Ja, ich habe nie einen angerempelt und so weiter. Ja, jetzt bezogen jetzt aufs Auto einfach mal. Und er meinte dann, weil wir mal das Thema hatten, weil ich so ein guter Autofahrer bin, meinte ich mal zu ihm. Und er meinte, ja, an dir verdient man kein Geld. Ja, ich fahre vorausschauend, ja, dotz niemanden und so weiter. Und die Werkstatt geht leer aus. Ja, also der Werkstattmensch, der Mechaniker, verdient ja an denen da draußen, die ja, kein Auto fahren können. Oder nicht gut drauf sind oder abgelenkt oder was auch immer zu einem Unfall führt. Oder zehnmal geboostert, was weiß ich halt. Ja. Ja. Deswegen, also das ist jetzt nur ein Beispiel. Vorausschauend fahren, ja, ist schon mal nicht so gern gesehen, obwohl man es ja in der Fahrschule lernt. So, und sowas gibt es ja auch im Leben. Ja, einfach vorausschauend, ja, leben und leben lassen. Und aber wie gesagt, früher gab es eine Hexenverbrennung oder jetzt werden Leute in die Psychiatrie gesteckt oder werden gemobbt, ja, an Pranger gestellt und so weiter. Also es ist echt eine heiße Zeit, ohne jetzt auf diese ganzen andere Scheiße einzugehen, ja, wie jetzt die Erhöhung der Preise und der Winter naht und was weiß ich alles halt, ja, was alles so ein bisschen die Angst zieht. Diese Angstporno, den könnt ihr euch da selbst geben. Also ich bin weiterhin in der Natur und mal gucken, wie es weiterläuft. Ich werde mich auf jeden Fall nochmal melden. Also es ging aber drunter und drüber. Ich habe den Sommer ein bisschen genossen, deswegen gab es jetzt keine Videos. Zu München werde ich dann auch nochmal 1-2 Takte sagen. Wieso auf der ganzen Welt ja, ACAB und 1312 verbreitet ist. Und scheint ja was dran zu sein. Aber ich würde das gerne auch verteidigen, von der anderen Seite mal betrachten. Ja. Meiner Meinung nach dürfen diese Zeichen geändert werden in NACAB, aber das erkläre ich dann irgendwann mal anders, weil es sind echt nicht alle korrupt und Bastarde, ja. Aber der Größteil. Und ja, wie gesagt, es wird spannend, auch ich werde auf Inzestverhalten eingehen, Korruption, Inzest, Blutslinien. Ja, wie es überall die gibt und was meine ich mit Inzestverhalten. Ja, ich tue mittlerweile auch eigene Begrifflichkeiten erfinden. Aber wie gesagt, das erkläre ich dann euch irgendwann mal anders. Jetzt genieße ich jetzt ein bisschen die Natur weiter, werde mich dann von irgendeinem anderen Plätzchen mal das nächste Mal wieder melden. Und bis dahin könnt ihr ein bisschen recherchieren, wo ist denn der neue Mittelpunkt Europas. Und bis dahin alles Gute, alles Liebe, macht's gut, stay tuned.